Was bedeutet denn eigentlich Strategie? Matthias, vielleicht magst du was dazu sagen. Unser Experte. Ich wollte gerade sagen, bei Strategie denkst du immer an mich. Natürlich, das ist ja nicht so schön und ich hoffe, das geht euch genauso. Das ist sehr schön. Ja, was bedeutet Strategie? Ich glaube, Strategie ist so wichtig, dass man weiß, was man tut und die Emotionen rausnimmt. Dass man einfach sagt, ich, wie der liebe Paul das auch schon gesagt hat, dass ich wirklich daran festhalte und nicht, wenn in dem Moment mal irgendwo von außen eine Emotion kommt, von außen eine Nachricht kommt, wo sich alle von beeinflussen lassen, dass man dann anfängt zu wanken und Angst zu bekommen und dann auch unüberlegte Handlungen zu machen. Und die Strategie, deswegen, ich liebe ja die Fußballstrategie, wie du weißt, ja, das ist einfach eine Metapher für mich, um eine Strategie verständlich zu machen. Wichtig ist, dass du deine Strategie verstehst, dass du dahinter stehst, dass du daran glaubst. Und dann triffst du auch einfach erfahrungsgemäß die richtigen Entscheidungen. Und was für mich Strategie bedeutet, ist einfach Langfristigkeit. Also okay. Ich glaube auch gerade, wenn wir über Aktien reden, Paul hat das gerade so schön gesagt, es geht nicht darum, wenn wir jetzt in der Aktie eine Procter & Gamble oder was auch immer nehmen, dass es darum geht, morgen die großen Gewinne zu machen, sondern dass es darum geht, langfristig seine Ziele zu erreichen. Das ist für mich eine Strategie. Okay. Paul, warum haben wir denn in den 2 Tagen so viele Themen eigentlich gehabt? Das würde ich auch sagen, weil wir ja, wie gelernt haben, durch die Fußballstrategie kommt es nicht darauf an, einen besten Spieler zu haben, sonst hätten wir auch, sage ich mal, den Nermin hier stehen lassen können und er redet den ganzen Tag über Immobilien, dafür hatten wir das Immobilienseminar. Das lief auch super, wenn man sich in dieses Thema, in dem Thema spezialisieren will. Aber es geht eben darum, dass man verschiedene Spieler hat. Und auch ich habe mit dem Aktienportfolio begonnen und habe mir damit, sage ich mal, meinen ersten großen Spieler oder meine ersten Groß-10-Spieler aufgebaut. Aber es geht dann weiter zu gucken, um zu sehen, ich diversifiziere auch in andere Bereiche. Und Unternehmensbeteiligungen durch Fonds, NFTs, sage ich mal, die ganze Blockchain-Technologie, auch Krypto, das sind halt weitere Spieler, die man nutzen kann, um das die Gesamtstrategie, sage ich mal, aufzubauen und auszubauen vor allem. Und ich sag mal so, man baut im Endeffekt seinen eigenen Fonds aus verschiedenen Anlageklassen. Und auch wenn ich jetzt an Jörg denke, wenn er über die Fonds spricht, wo verschiedenste Unternehmen drin sind, da wird ein Analyseteam, ein Expertenteam vorher eine Auswahl treffen, ob ein Unternehmen eine gewisse Rentabilität hat, eine gewisse Relevanz hat, auch in der Zukunft noch einen großen Wert darzustellen. Und genau das machen wir letztendlich mit jeder Investition. Wir schauen uns auch die Immobilien an, ob sie in Zukunft noch rentabel sind, ob sie einen super Standort haben. Und das Gleiche gilt natürlich für jede Investmentmöglichkeit. Und deshalb ist es so wichtig, viele kennenzulernen und für sich die richtigen zu finden, mit denen man anfängt. Und ich denke, gerade wenn es ums Anfangen geht, können mir vielleicht auch viele bestätigen, ist es natürlich schön, auch mit kleinen Beträgen erstmal anzufangen, damit man ins Machen geht. Weil es geht nicht darum, erstmal anzusparen, 100.000 Euro, um dann anzufangen, sondern es geht darum, mit den ersten 20, 30, 40, 50 Euro anzufangen, um erstmal ins Machen zu gehen, damit man auch die Fehler zu Beginn macht. Und gerade deshalb bin ich so ein großer Fan von Aktien, weil ich konnte sehr, sehr früh starten, auch wenn es dann nur 50 Euro im Monat waren, aber man konnte eben anfangen. Man konnte Fehler machen und man hat daraus gelernt, um sie nicht nochmal zu machen, wenn es um die Rente geht, wenn es um ein Einkommen geht, was man dann später ermöglicht. Und unter dem Vorwand würde ich sagen, es ist immer wichtig anzufangen. Deshalb auch umso schöner, wenn man halt verschiedene Strategien kennenlernt, wo man durch Tokenisierung ganz klein anfangen kann oder eben auch durch, sag ich mal, mehr Eigenkapital auch mit Fonds ein bisschen mehr investieren kann.